Hallo, mein Name ist Matthias Opitz und ich möchte euch heute ein Tool vorstellen, das ich vor etwa einem halben Jahr für die Arbeit in einem Agile Release Train entwickelt habe, den ich damals auf seinem Weg zu Safe unterstützen durfte. Zuvor möchte ich mich jedoch kurz vorstellen. Ich habe viele Jahre im klassischen Projektmanagement gearbeitet, zunächst als Entwickler, später als Projektleiter und Berater. Etwa 2010 habe ich Scrum kennengelernt und sehr schnell die Chance bekommen, Scrum auch in einem größeren, komplexen Projekt zu testen. Das Ergebnis war damals für mich sehr überzeugend und seither, seit 2010, arbeite ich ausschließlich agil. Zunächst als Scrum Master halt. Dort bin ich auch 2013 dann zur Deutschen Bahn gekommen als solcher und habe in einer Abteilung Scrum eingeführt. Seit 2015 beschäftige ich mich mit Safe und konnte wenig später, ab 2017, auch einen Agile Release Train bei DB Vertrieb aufbauen und knapp 3 Jahre lang in seiner Arbeit unterstützen. Auf die Frage, ob mir ein Tool für Safe einfällt, welches ich im Rahmen von Tools for Agile Teams vorstellen könnte, kam ich schnell auf ein einfaches Tool, das ich in der Vorbereitung zu einem gerade erst durchgeführten PI-Planning entwickelt habe und das sich wunderbar bewährt hat. Es ist wirklich ein sehr einfaches Tool, sehr schlicht, leicht zu machen. Trotzdem hat es aus meiner Überzeugung eine sehr gute Wirkung und die möchte ich letztlich zeigen. Es geht darum, fachliche Anforderungen für ein PI-Planning so weit vorzubereiten, dass die Teams diese einplanen können. Solche Anforderungen nennen wir planungsreif. Ich werde Gründe nennen, weshalb dies oft nicht klappt, reife Features vorzustellen und wie sich dies auswirkt. Ich beschreibe die Lieferorganisation dieses IT-Vorhabens, um den Hintergrund zu liefern, der das Gezeigte verständlich macht. Und ich biete letztlich dann dieses Tool an, eine Idee, wie man den Beteiligten helfen kann. Viele Unternehmen arbeiten bereits agil. Wenn es aber um größere IT-Vorhaben geht, suchen sie häufig die Unterstützung von Beratungshäusern. Diese scheinen leider nicht immer den agilen Frameworks zu trauen. Jedenfalls habe ich schon viele größere IT-Vorhaben gesehen, die mit Beratungen arbeiten und die Beratungen haben dann in der Regel für die IT-Vorhaben eine Lieferorganisation entwickelt, die optisch augenscheinlich Safe suggerieren soll. Es sieht sehr, sehr ähnlich aus, meistens sehr bunte Bilder. Wenn ich aber auf die Rollen und Prozesse schaue, stelle ich fest, da drin steckt bester Wasserfall, zumindest auf den Planungsebenen. Auf der Teamebene soll agil gearbeitet werden. Es wird ein Fokus darauf gelegt, dass die agilen Teams ausgebildet werden, eingeübt in den agilen Methoden eingeübt werden. Was vergessen wird, ist einfach dazwischen, zwischen diesem Wasserfall, Planungsorganisation und den agilen Teams etwas zu etablieren, womit die Anforderungen, die auf der Planungsebene festgelegt wurden, tatsächlich auch als einplanbare Feature bei den Teams ankommen. Auf der Planungsebene wird der Scope des Programms geplant, es werden Meilensteine geplant für die Produktivsetzung. Es wird sicherlich auch ein Anforderungskatalog oder eine Spezifikation geschrieben, aber es wird nicht darüber nachgedacht, offensichtlich, wie diese Anforderungen tatsächlich planungsreif bei den Teams ankommen. Welche Voraussetzungen braucht es, um reife Anforderungen liefern zu können? Wir brauchen auf der einen Seite Definitionen für Anforderungstypen. Wir brauchen ein Verständnis für den Prozess in diesem Anforderungsmanagement. Wir brauchen Strukturen, zum Beispiel in Jira, dass ich auch eine Traceability habe. Auf diese Dinge werde ich auch kurz zu sprechen kommen. Was sind die Folgen des Ganzen?
Der Fokus auf die agilen Teams führt oft zur Vernachlässigung des der Refinement-Kapazität. Mir sind Zielgrößen bekannt, dass man fachlich gegenüber technischen Skills etwa so 40 zu 60 oder vielleicht sogar 1 zu 1, 50-50 haben soll. Tatsächlich liegen wir meistens bei knapp 20%. Und da ist dann die Entwicklungs-, die Fähigkeit, wirklich reife Features bereitzustellen, meistens zu gering. Der schon erwähnte Push führt zu Masse statt Qualität. An der Stelle möchte ich an das Safe Core Value Build in Quality erinnern, welches fordert, oder letztendlich fordert, dass man nur Qualität als Input akzeptiert, weil man ansonsten nicht Qualität liefern kann. Also nur, was wirklich als eine gute Anforderung kommt, kann zu einem guten Ergebnis von einem Team führen. Es wird sehr schwierig, die Qualitätsmängel hinterher wieder zu verbessern. Was daraus folgt, ist letztlich, dass gerade wenn die Teams neu sind, nicht genug Selbstbewusstsein haben, auch mal Nein zu sagen, dass es akzeptiert wird, dass der Anforderer, also der Business Analyst, Informationen später im PI nachbringen will, also später liefern will, was oft nicht funktioniert. Die andere Folge ist sehr häufig, dass man Komplexität von Anforderungen zu spät erst im PI erkennt. Das kann auch sein, dass man Abhängigkeiten von anderen Teams zu spät erkennt, was zum Verzug führt oder im schlimmsten Fall auch dazu führen kann, dass im Verlauf des PI Anforderungen widerrufen werden. Beides ist einfach sehr ärgerlich, weil Arbeit investiert wurde, die dann verloren ist und das Commitment natürlich nicht erfüllt werden kann. Die Teams selber, gerade wenn es eben, wie gesagt, noch nicht so erfahrene Teams sind und die vorher auch viel Wasserfall schon gemacht haben, akzeptieren zu leicht diesen Push und überplanen sich auch, akzeptieren zu viele Features, gehen über ihre wirkliche erkannte Kapazität hinaus oder sie beplanen sogar den IP-Sprint. Das heißt, es bleibt überhaupt kein Puffer und sie werden das Commitment nicht halten können. Wir kennen das von den Queuing-Theorien, dass zu viel eingeplante Arbeit tatsächlich den Fluss der Arbeit ins Stocken bringt. Bevor ich jetzt auf das Projekt selber eingehe, oder indem ich auf das Projekt eingehe, möchte ich jetzt mal erst einen kurzen Steckbrief vorstellen, wie das Projekt aussah, von dem ich berichte. Es lief bereits 1,5 Jahre, als ich dorthin kam. Es war grob an Agile orientiert. Es waren schon einmal 3 Release-Trains dort aktiv. Kurz bevor ich kam, wurde ein MVP produktiv gesetzt, die Teams wurden reduziert auf einen Train. Dieser Train bestand aus 8 Scrum-Teams. Davon waren 5 Teams von externen IT-Partnern, 2 Teams aus einer Konzerngesellschaft, einer aus einer Tochtergesellschaft des Unternehmens, das diese IT-Vorhaben durchführt. 6 Teams kamen aus 4 Ländern der Europäischen Union. Alle Teams waren als Application-Teams organisiert, da die IT-Partner für unterschiedliche Technologien beauftragt waren. Es gab auch den Versuch, ein Feature-Team aufzubauen. Das lief ganz gut, allerdings waren die Teams viel zu groß für Scrum. Beide Teams waren über 20, eines sogar über 30 Personen groß und damit für Scrum eigentlich nicht wirklich einsatzfähig. Tatsächlich haben diese Feature-Teams auch intern wieder als kleinere Application-Teams geplant. Das hat sich nicht bewährt, das haben wir aufgelöst. Worum ging es bei dem Projekt? Es sollte ein vollkommen neues Produkt entwickelt werden für einen neuen Kundenkreis
auf einer neuen Plattform. Dafür wurde eine gut verständliche Customer Journey ausgearbeitet, sehr plakativ, sehr gut zu kommunizieren, war allerdings auf dem High Level. Der MVP ist, wie gesagt, schon produktiv gesetzt worden. Die Weiterentwicklung orientierte sich an einer Roadmap des Marketings. Und das Marketing hat bekanntermaßen eben auch dann Aktivitäten im Hintergrund geplant, die dann terminlich fixiert sind für irgendwelche Initiativen. Und von daher entstand eine Roadmap, die als eine sehr strikte Vorgabe empfunden wurde und eben den bewussten Push-Mechanismus in Gang gesetzt hat. Da die Capabilities und Features nicht im Vorfeld schon einmal grob analysiert wurden, offenbarte sich die Komplexität der Anforderungen oft erst im Refinement, also kurz vor dem PI-Planning. Hinzu kam eine geringe Refinement-Kapazität. Ich habe schon gesagt, meistens ist man so bei 20%. Das war auch dort der Fall, Tendenz eher ein bisschen weniger. Und die wenigen Analysten, die dort waren, oder Epic Owners, Capability Owners, waren nicht in der Lage, diese Features so weit aufzubereiten, dass man die gut verplanen konnte. Zudem wurde aufgrund der Roadmap regelmäßig weit mehr Features eingestellt für das PI-Planning, als durch die Teams überhaupt geleistet werden konnte. Und die waren bereit, das auch zu akzeptieren. Die Struktur der Anforderungen bestand aus Capabilities, Features, Epics und User Stories. Jedoch war für keines dieser Anforderungstypen definiert, was eigentlich eine Capability ist, was ein Feature darstellen sollte. Dokumentiert waren Capabilities in Word oder teilweise in Confluence. Features waren gelegentlich in Confluence, meistens in Jira. Epics und User Stories waren in Jira und wir hatten das Problem, dass Jira nicht strukturiert war. Man hat einfach mehrere verschiedene Projekte benutzt. Es gab eine für die Planungsebene und dann für jedes Team ein Projekt. Aufgrund der Verwendung, dass Features sowohl in den Teamprojekten auftreten konnte, als auch in der Planungsebene, ergab sich eine sehr lückenhafte Traceability, die auch von den Teams beklagt wurde. Für keines der Anforderungstypen gab es eine Definition of Ready, schon gar nicht auch für die Features. Es gab eine Definition of Done lediglich für User Stories, nicht für die anderen Anforderungstypen. Wir haben eine Analyse der Pain Points gemeinsam durchgeführt und bearbeitet. Daraus kamen wesentliche Änderungen, die wir umgesetzt haben in diesem Agile Release Train, denn man wollte gerne wieder ein richtiges Planungsmeeting machen. Nach dem MVP wurde PI-Plannings vorübergehend eingestellt. Die vorhergehenden PI-Plannings waren nicht erfolgreich. Man war unzufrieden mit den Ergebnissen. Die Commitments wurden ohnehin nicht eingehalten. Und von daher hat man nach dem MVP gesagt, das stoppen wir erst einmal. Und ja, aber am Ende war schon der Wunsch da, wieder ein neues PI-Planning zu machen. Und darauf haben wir diesen Train vorbereitet. Was wir gemacht haben, war zum einen die Anforderungstypen zu definieren. Es gab eine klare Definition von Capabilities, Features, User Stories in dieser Abfolge so vergleichbar mit Safe. Wir haben die Workflows für die Anforderungstypen, also für die verschiedenen Kammernsysteme auf den Planungsebenen und in dem Team beschrieben. Wir haben Rollenbeschreibungen erstellt für die wesentlichen Safe-Rollen. Wir haben Strukturen in Jira eingerichtet, womit auch letztlich dann wirklich es möglich war, bessere Sicht und Traceability zu haben und auch Strukturen einzurichten, die die Planung unterstützen konnten. Wir haben gemeinsam mit den Teams, mit den Architekten und allen, die daran mitwirken müssen, eine Definition of Ready für alle Anforderungstypen entwickelt und auch eine Definition of Done für alle Anforderungstypen.
Das war ungemein hilfreich für die Teams und hat auch letztlich dieses Selbstbewusstsein schon einmal geschärft, was man eigentlich für eine reifes Feature erwarten kann. Wir haben zudem einen Priorisierungsworkshop eingeführt mit Aktualisierung der Roadmap. Das war zum einen eine neue Art Roadmap, weil dort vor allem die Reihenfolge vorgegeben war, aber nicht unbedingt die Terminierung. Natürlich war das Ziel, immer einen Horizont von, sag mal, 3 bis 6 Monaten, also 1 bis 2 PIs zu haben, damit auch das Marketing planen kann. Aber der Push sollte etwas entspannt werden. Wir haben in dieser Priorisierung nach Greatest Shortage Job First priorisiert. Das heißt, wir haben auch eine Job Size geschätzt. Und das ist sehr, sehr hilfreich gewesen für das Erwartungsmanagement mit dem Product Manager, mit den Capability Ownern, weil man sehr gut abschätzen konnte, wie viele Feature tatsächlich realistisch sind durch das durch den Train umsetzen zu lassen. Ja, und letztendlich haben wir dann auch ein Tool entwickelt, mit dem man diesen ganzen Prozess unterstützen konnte, so dass die Capability Owner und der Product Manager eine bessere Sicht darauf bekamen, wie die Reife der Features tatsächlich ist. Denn das Tool dient tatsächlich nur der Transparenz, in welchem Reifegrad sich die Anforderungen für das nächste PI-Planning, beziehungsweise die für das nächste PI-Planning vorgesehen sind, angeboten werden sollen, tatsächlich sind. Und diese Rückmeldung kommt von den Teams. Die Teams haben die Möglichkeit, jedes für sich, wenn es von einem Feature betroffen ist, also einen Beitrag leisten soll, in diesem Tool zu melden, wie ist der Reifegrad? Und damit ergibt sich ein Bild für jedes einzelne Feature und ich kann meine Planung besser fokussieren. Die Teams beziehen sich dabei dann auch auf die neu geschaffene Definition of Ready und schätzen damit ein, inwieweit dieses Feature tatsächlich fertig ist und sie bei dem PI-Planning keine Probleme mehr haben werden. Die Tabelle bietet schnellen Überblick für alle Beteiligten. Man kann sehen, welcher Analyst betreut gerade ein Feature. Das ist für den Capability Owner ganz schön, aber ist natürlich auch irgendwo im kleineren Kreis dann auch schon bekannt. Man kann aber auch andere Attribute dort einstellen. Man sieht aber auf jeden Fall, welche Teams an welchem Feature mitarbeiten müssen. Wer also User Stories daraus ableitet, man kann nochmal die Priorität sehen, man sieht die Job Size und damit hat man einen recht guten Überblick über das Geschehen in dieser Refinement-Phase. Was mir ganz wichtig ist, mit diesem Tool will man kein Quality Gate aufbauen in dem klassischen Sinne. Wir haben klargestellt, dass es nicht darum geht, eine Mauer aufzubauen, zu sagen, solange die Qualität nicht da ist, muss der Analyst weiterarbeiten. Was wir erreichen wollten und auch erreicht haben, ist, dass dort, wo eben die Reife noch nicht vorhanden war oder auch nicht in absehbarer Zeit kommen wird, man sich gemeinsam, Teams und Analyst und Capability Owner darauf fokussiert, gemeinsam die noch offenen Fragen zu klären und gemeinsam eben das Feature in die notwendige Reife zu bringen. Dafür hat man diese Refinement-Phase, das auch tatsächlich leisten zu können. So sieht das Tool in seiner einfachsten Version in Confluence aus. Und das ist die im Prinzip eine nachgebaute Version. Das Original kann ich nicht zeigen, weil da auch dann zu viele Daten drin sind, die ich nicht einfach veröffentlichen kann. Also ich habe hier eine nachgebaute Version und da kann man sehen, wie das ausgesehen hat. Wir haben die Spalte Capability. Das ist einfach der oberste Anforderungstyp, der gerade in Arbeit ist, der entsprechend einer Roadmap abgearbeitet wird. Wir haben dazugehörige Feature, hier in diesem Fall zu dem ersten Capability 2 Feature. Und wir haben dann hier einen Owner
oder dem Business Analysten, der dieses Feature betreut. Ich habe jetzt einen überall mich drin stehen, einfach auch wegen der Dat wegen Datenschutz. Die Prioritätszahl, die Job Size, sehr wichtig aus meinem Verständnis. Wir haben hier dann die betroffenen Teams und pro Team eine Spalte, in der das Team angeben kann, wie seine Einschätzung zu diesem Feature ist. In diesem Beispiel hier für das erste Feature beide Teams, die hier stehen, Pur und iTeam, noch negativ. Offensichtlich wurde an diesem Feature noch gar nicht gearbeitet. Dies ist ein Feature. Das zweite ist ein Feature, das in Arbeit ist. Ein Team ist schon ganz zufrieden. Das ist wahrscheinlich dann das iTeam oder ein anderes. Und ein Team hat hier noch Fragezeichen, in diesem Fall hier in Bezug auf IT-Security, die eventuell noch Anforderungen einstellen müssen oder das, die Anforderungen ergänzen müssen. Und ein Team hat offensichtlich auch noch nicht gearbeitet oder ist noch sehr unzufrieden. Und so führt sich das letztlich weiter fort. Es stand schon auf einer Folie vorhin, dass letztlich diese Darstellung zwar sehr hilfreich war, aber etwas schwierig zu pflegen in Confluence, gerade weil es dann sehr schnell eine sehr große Tabelle wird, ist das auf dem Bildschirm manchmal auch schwer darstellbar und die Reihen verziehen sich. Also das war nicht ganz einfach, das zu pflegen. Von daher haben wir das einfach mal weitergedacht und gesagt, wie kann das aussehen, wenn ich das in Jira mache? Hier ein Beispiel jetzt auf der Basis von Structure, wo man letztlich hier die Epics hat, hier zwei Features, entsprechend jetzt wieder der Autor. Ich habe hier die Prioritätszahl, Weighted Shorter Job First. Ich habe die Job Size und für jedes Team eine Spalte wieder und in diesem Fall ist eine Ampel, um das einfacher darzustellen. Derselbe Effekt, hier ein Feature, das in Arbeit ist, hier ein Feature, das noch gar nicht in Arbeit ist und noch überhaupt nicht auf dem Weg zur Reife ist. Letztlich dasselbe wie schon vorhin. Und ich habe das Ganze dann nochmal mit einem Kollegen jetzt betrachtet im Nachhinein, weil wir es auch dann neu bauen wollen und in Jira ausbauen wollen. Und dann kam die Idee auf, ja, was wir hier haben, ist natürlich noch gar nicht ein Tool, mit dem ich tatsächlich auch eine Definition of Ready monitoren kann. Ich möchte dieses Tool eigentlich DOR monitoren. Und was noch fehlt, ist hier jetzt eine Einschätzung der Stakeholder. Und das kann man auch tun. Ich habe hier in diesem Beispiel, das natürlich gefaked ist, erst einmal die Teams, die eine Rückmeldung geben können. Und ich habe auf der anderen Seite hier die Stakeholder, Architektur, Quality Assurance, Production und IT Security, die für eine Definition of Ready laut unserer Definition einen Beitrag geben müssen. Und sei es der Beitrag, dass sie bestätigen, wir haben in diesem Feature nichts zu ergänzen. Wir haben es gesichtet, wir haben es wahrgenommen, wir haben keine weitere Anfrage. Das reicht aus. Und damit ist eigentlich alles gegeben, dass ich wirklich sagen kann, ja, dieses Feature ist, wenn alles grün wäre, vermutlich wirklich reif für die Einplanung. Und das kriegt man sehr gut grafisch dargestellt und es ist sehr übersichtlich. Wie war die Wirkung von diesem Tool? Die Nutzung war erstmal sehr zögerlich. Wir haben das etwa 3 bis 4 Wochen vor dem PI-Planning eingeführt. Und ich denke mal, zögerlich war diese Nutzung auch deshalb, weil wirklich die Features erstmal sehr, sehr unreif waren. Wir haben mit den Teams gesprochen, wir haben mit den Analysten gesprochen. Und mit der Zeit ging es dann voran. Die ersten Features wurden grün, waren auch wirklich reif, zum Teil waren sie auch schon mal bearbeitet worden für ein vorhergehendes PI, beziehungsweise für einen vorhergehenden Sprint. Aber es wurde dann zunehmend deutlich, dass dieser Scope, der gerade
in Arbeit war, tatsächlich nicht zum PI-Planning fertig werden kann. Das hat auch der Product Manager erkannt und dann beispielsweise eine sehr große Capability wieder zurückgezogen, sodass sich die Analysten auf andere Themen fokussieren konnten. Die wurden dann schneller, besser bearbeitet. Und tatsächlich ist es gelungen, dann zum PI-Planning sehr viel besser zu werden. Wir hatten reife Features. Wir hatten das Pech, dass dieses PI-Planning dann in der zweiten oder dritten Woche nach dem Shutdown war. Wir mussten das Ganze dann auch in Miro organisieren. Dort war das aber sehr schön optisch auch sichtbar, dass wir Features, eine wesentlich kleinere Anzahl Features als ursprünglich vorgesehen, in einer priorisierten Reihenfolge bereitgestellt haben. Wir konnten hinterher sehen, wie diese Features gegriffen wurden von den Teams und bearbeitet wurden. Das war alles dann sehr, sehr schön flüssig und schon mal auch dort von der Optik her überzeugend. Beeindruckend war aber auch, dass die Capability Owner, die ja meistens mehrere Capabilities oder und auch Features dann betreuen mussten, zum Anfang des PI-Plannings jedes einzelne Feature sehr kompetent, auch auf Nachfrage hin sehr gut vorstellen konnten. Das war ein toller Erfolg. Das hatten sie bis dahin noch so nicht erlebt. Und auch über das gesamte Planning waren die Analysten und die Capability Owner zugegen, standen für die Teams zur Verfügung, um weitere Klärungen gegebenenfalls noch beizustellen. Und am Ende das PI-Planning war ein voller Erfolg. Das wurde bestätigt von dem Product Manager, der sagte, das übertraf seine Erwartungen bei weitem. Und auch die Umsetzung, auch das Commitment am Ende des PIs wurde weitgehend erfüllt. Es wurde gewissermaßen sogar übererfüllt, weil etwas, was noch ganz dringend natürlich wie immer später eingestellt wurde in dieses PI, von den Teams bearbeitet werden konnte. Also insofern war diese Vorbereitung auf das PI-Planning und die Durchführung ein voller Erfolg. Und ich bin der Meinung, dass ein guter Teil davon letztlich auch auf dieses Tool zurückgeht, das ich euch gezeigt habe, weil es einfach durch die Transparenz auf die Features der Anforderungsseite gezeigt hat, dass man sich fokussieren muss. Und die Kräfte, die sie haben, die wenigen Kräfte, die sie haben, auf die richtigen, priorisierten Features konzentrieren muss. Ja, soweit mit meiner Präsentation. Ich danke für eure Zeit. Ich hoffe, es war hilfreich. Für Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung. Wie das jetzt online funktioniert, weiß ich das nicht. Aber ansonsten gerne via LinkedIn oder Xing oder E-Mail. Bis dann. Schönen Dank.